Hallo, herzlich willkommen bei Mrs. Flori. Bei mir gibt es heute kein Rezept, sondern die liebe Anna von Absolute Lebenslust hat mich getaggt und ich mache mit beim Small YouTuber Tag, warum ich mit YouTube angefangen habe. Das heißt, ich beantworte euch jetzt 5 Fragen und beginne gerade mal mit der ersten Frage. Welchen Kanal hast du als erstes abonniert? Das weiß ich noch genau. Mein erster Kanal war die Cupcake Gemma. Ein englischer Kanal. Ich liebe Cupcake Gemma. Sie macht super Videos. Die schaue ich von Anfang bis zum Schluss. Immer Daumen hoch. Mein Vorbild Cupcake Gemma. Wie kamst du darauf, YouTube-Videos zu machen? Ja, infolge von den Cupcake Gemma Videos habe ich gedacht, eigentlich, ich liebe ja selber backen und kreiere immer meine eigenen Rezepte. Warum nicht auch deutschsprachige Videos machen? Gesagt, getan, das erste Video gedreht, noch 2-3 Monate dann gewartet und es dann doch hochgeladen. Und ja, ich probiere das jetzt einfach aus und schaue, was passiert. Nächste Frage. Seit wann bist du auf YouTube unterwegs und hattest du schon mal einen YouTube-Kanal? Also ich bin seit, ich glaube jetzt ungefähr einem Jahr auf YouTube unterwegs, hatte noch keinen Kanal. Ich habe meinen Kanal jetzt seit vielleicht 8 Monaten, 9 Monaten. Und habe eben eigentlich vor einem Jahr die Cupcake Gemma abonniert und bin dann eigentlich so auf YouTube-Laune gekommen. Ich war fasziniert, was es gibt, habe dann die ganzen deutschen YouTuber auch entdeckt, andere englischsprachige Kanäle. Und ja, so bin ich eigentlich seit einem guten Jahr auf YouTube unterwegs. Du und dein YouTube-Kanal in 5 Jahren. 5 Jahre, das ist eine lange Zeit. Wer mich kennt, weiß, dass ich immer sehr kurzfristig plane. Es ist schon ein Jahr für mich eine Herausforderung. Drum, in 5 Jahren kann viel passieren. Vielleicht haben meine Kinder dann den Kanal übernommen. Mal schauen, lasst euch überraschen. Fünfte Frage. Wissen Mitschüler und Arbeitskollegen von deinem Kanal? Ja, nachdem ich bei YouTube angefangen habe, habe ich noch ein bisschen gewartet und habe dann einen Schokoladenkuchen gebacken und kurz darauf meine Arbeitskollegen informiert. Übrigens, das Rezept findet dann hier auf YouTube bei Mrs. Flori und die Reaktionen sind eigentlich positiv. Manche backen Rezepte nach, andere backen und sagen nichts und es ist okay für alle. Ist jetzt vielleicht auch nicht das Erste, was ich erzähle, wenn ich jemanden kennenlerne. Hey, übrigens, ich mache noch YouTube-Videos. Wieso habt ihr mit YouTube angefangen? Ich möchte gerne weiter taggen und als nächstes tagge ich Michelicious. Sie hat einen tollen Kanal, ich habe ihn euch verlinkt unten in der Infobox. Außerdem tagge ich Eat and Smile und den lieben Tom von Chaos Kitchen. Wäre schön, wenn ihr auch mitmacht. Tschüss, bis zum nächsten Mal, eure Mrs. Flori.